What the? What the fuck? Look at my fucking AP! Wie fährt mich der Scheiß? Kostet mich der Scheiß was? Ja, 133. Geh weg! Mann! Du störst mich beim Zielen! Wo ziel? Verdammt, früher war ich mal echt gut! Oh, ich muss kotzen! Verdammt. Oh Mann, ich bin alle überhaupt nicht, ich spanne mich auch nicht. Oh, du. Hallo, Söldner. Ich habe Geld und ich habe ein Problem. Bullimong. Stumpfsinniger Name, nicht wahr? Ich hätte gern einen schöneren Namen, bevor mein Almanach in den Druck geht. Such ein paar Bullimong-Knochenhaufen, ja? Ich lerne etwas über ihre Ernährung und denke mir einen griffigeren Namen für die Viecher aus. Schaust du so blöd? Hä? Ich hab dich im Auge, Kleiner. Okay, was ist das? Jukebox. Hab mir heute Nacht im Schlaf den Arm verdreht. Was? Ja, ja. Ach, sorry, Sweetie. Nichts zu tun heute. Trinkgeld geben. Null. Lass den Weg. Trinkgeld geben. Was bringt Trinkgeld geben? Ich spiel nochmal. Fick dich! Ich will gewinnen! Ist das gut? Das ist gut. Sag mir, dass das gut war. Hä? Das ist fantastisch. Willst du zum ersten Mal? Ich will damit spielen. Das ist der Hammer. Das ist Eridium. Ich mach Spaß! Ja, toll. Na, oh, ich dachte, ich krieg Iridium. Gib mir Iridium! Komm schon, Baby! Papa braucht ein paar... Ich bin voll! Ich bin voll! Kann ich verkaufen irgendwo? Klar, ich muss doch irgendwo... eine Maschine haben. Du kennst mich nicht. Ich habe nie zuvor einen Kammerjäger getroffen. Aus der Roland. Und Lilith. Und Brick. Und Mordecai. Wo sind die Maschinen? Ich muss was verkaufen. Sonst kann ich nicht weiter. Okay, ich sollte aufhören zu spielen. Ich will die Kiste öffnen. Da kann ich mich nur umziehen. Kann ich auch mal wieder machen. Auf jeden Fall, ich sollte mich jetzt mal wieder an die Quest dran machen. Ich bin hier voll am Bummeln, aber die Stadt ist so cool. Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch den Crimson Raiders an. Bin ich das nicht schon? Seit Ende! Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch die Quest nach. Ich war doch eh schon fast da. Lala. Wo geht's denn da an? Ah. Kriege ich bitte mein Geld zurück?
Diese Waffe funktioniert nicht. Kein Problem. Wieso? Geht doch! Warum? Warum? What the fuck? Lensmänner, Achtung! Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist und alles zerfetzt hat, was ihr... Halt mal kurz Maul. Nur ganz kurz. Ist die besser, nicht? Doch, klar, die ist besser. Die macht mir Schaden hier. 20. Ja, die ist Stadt. Als ich mich vor Jahren den Crimson Lance anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich, es war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion, der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbünden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? Nö. Ich mach mein eigenes Ding. Komm vorbei! Ich hab Hey, Kammerjäger! Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Maliwan-Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Wieso nicht, Kumpel? Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Ja, ich bin Versuchen hier. Versuchen wir es. Flammenwaffen sind extrem effektiv gegen Fleisch, aber gegen Schilde taugen sie nichts. Zur Hölle mit euch, Banditen! Jetzt grill das Imperialistenschwein wie ein Skag-Steak. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Okay. Ich schieß mal. Feuer und Fleisch. Üble Kombination. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Falsch gedacht. Nur eine Frage der Zeit, bis Jack diesen Ort in Schutt und Asche legt, ihr dreckigen Widerständler. Und wo kriege ich jetzt die Elektrowaffe her? Ich habe ja keine Elektrowaffe. Ich habe keine Elektrowaffe, oder? Oh. Oh. Nimm das, Jack-Fan. Ein paar satte Treffer mit einer Schrottwaffe machen einen Schild schneller platt, als du den... Was noch? Säure. Panzerung. Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter halten ziemlich viel aus. Es sei denn, du hast eine Korrosionswaffe. Waffen dürfen nur von Hyperion-Vertretern verkauft werden. Halt's Maul! Die Säure sich durch die Panzerung dieses Schnorrers frisst. Ich muss gestehen, ich liebe Korrosionswaffen. Ich auch, ich hätte gerne Jetzt mal testen eine. Wir mal diese neuen Slag-Waffen. Slag? Und jetzt probier mal eine von den Slag-Waffen aus. Ups. Tja, jetzt wo er geslagt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen sein. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf ihn. Super, die Waffen funktionieren und du bist bereit für Handsome Jack. Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Also bei dir. Bei... Gut gemacht, Rico. Oh, und wir brauchen auch noch 10.000 Lagerkugeln. Ich sagte 10.000. Perfekt.